Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Alice Madness Returns. Ja, ich habe jetzt die Aufnahme einmal kurz abgebrochen gehabt und jetzt wieder neu angefangen. Warum? Weil ich gerade 20 Mal hinten an einer kleinen doofen Stelle verreckt bin. Yay! Oh, hier war sowas von nicht viel leicht. Du kriegst dann wahrscheinlich wieder runter, ey, ja. Hier habe ich ganz einfach erledigt mit. So. Okay, Teekesselchen. Hab die ganzen Dinger hier eingesammelt. Bin dann einmal hier gestorben, wo ich darauf springen wollte. Das ging aber irgendwie nicht. Ja, dann hätte das. Ja, sehr danke. So, er ist tot. Ich wollte da drauf springen, aber es funktionierte nicht. Ja, dann bin ich hier runter. Dann da hinten lang. Kurz hier Energie geholt und hab den dann fertig gemacht. Fertig gemacht. Und der fliegt dann auch wieder runter. So, jetzt kommt zum spaßigen Teil. Wo ich vor ungefähr 10-5 Mal gestorben bin. So. Den Zahn, warum auch immer, können wir uns nicht holen. Weil er verbuggt ist. Du kannst ja hier oben drauf springen, aber man kennt ihn nicht. So. Bin ich hier drauf gesprungen. Ich da drauf gesprungen. Dann habe ich mir den nächsten hier geholt. Dann wollte ich ganz halt versuchen, auf den da zu springen und dann da hoch, aber das funktioniert dann nicht. Haha, und dann. Spiel, du kannst mich mal. Rippe! Hallo? Könntest du bitte einmal kurz. Ja, stimmt. Ich werde dauernd beschießen. Ne, das haben wir ja beim ersten Mal auch gesehen. So. Jetzt kann ich hier drauf springen. So, dann kann ich darüber. Wo ich entscheide mich doch mal da rüber zu hüpfen. Was aber ziemlich doof ist, weil ich die doofen Dinger nicht mehr sehe. Das heißt, ich fahre bis hier rüber. Und spreche mir jetzt ganz kurz an. Der Anblick, die Ausdünstungen, der arge Klang. Was hast du gedacht, Alice? Gedacht habe? Keine Ahnung, was soll ich wissen, was ich denke? Ich bin ein kleines verwirrtes Mädchen. Ja, das weiß ich. Ja, wir können es dann in Ruhe schaffen. Ich lasse da oben. Ich weiß nicht, was das sein muss. Hier scheint es ja weiterzugehen. Da ist er. Du willst das Ding. Das geht auch noch nicht höher. Ja, aber ich versuche hier. Ah, okay. Hat doch noch geklappt. Gut. Wir gucken erstmal, was da hinten los ist. Sehe ich da hinten was richtig? Okay. Da kommen wir wieder zurück. Ich hoffe, ich da wir hüpfen jetzt uns hier rüber. Springen von hier dann dort herüber. Schön geteilt natürlich. Und uns hier die Erinnerung. Ich habe eine Zigarette geraucht, Alice. Das war kein Spaß. Werd mal Tonpfeife probieren. Alles klar. Das heißt, die Schwester hat heimlich wohl geraucht. Zigarette. Was auch immer.
du stirbst. So. Gib keine Agro-Kitty. Nicht nochmal. Von da rüberkommen? Wollen wir mal da hoch versuchen? Nee. Das ist zu weit weg. Ich versuche mal hier entlang. Gleiten, gleiten. Passt doch. Ich glaube, hier hinten war ich wirklich. Ich war ja schon mal. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Okay, das schaffen wir. Jetzt müssen wir ja nichts mehr einsammeln oder sonst was alles. Das kriegen wir. Das kriegen wir. Wir schaffen das. Ich glaube an uns. Ich glaube, ich glaube doch an mich. Na, schaffen wir. Kriegen wir ihn? Zupfen. So. Kitterkatze können wir jetzt nicht mehr holen. Wir haben Katzeprogramm aus dem Fenster. Und spannend. Ich hau ab. Fick dich. Na toll, und er hat mich jetzt wieder geschmissen. Egal, wir werden. Das heißt, wir werden einfach kurz wegrennen. Ciao! Weg von allem! Ich hoffe, wir können hier einfach mal durchrennen. Nein, natürlich nicht! Oh, das ist doch unfair. Kommst du runter? Nein. Ja, nee, ist klar. Wie viel kommen da noch von euch? Ich weiß nicht, wie man den ausweichen kann. Jetzt losrennen. Hab ich ihn schon? Nein. Nicht noch mal näher ran. Soll ich wieder wegrennen?
weit wie es geht. Nein, nein, nein! Alice, lauf! Dreck, Junge. Gott sei Dank. Oh, ganz viele Blümchen, ganz viele Blümchen. Oh, gib mir jetzt 2 Sekunden. Jetzt ist leider versteckt. Oh. Ich sag ja, diese Viecher, diese so badass Scheiße. Aber hinten war da auch noch irgendwas. Was das macht. Kann ich da irgendwas betätigen? Irgendwas machen? Wahrscheinlich hätte ich mich hier hinter ihm verstecken können. Oder auch nicht. Okay. Weil es gibt. Dann werden wir das Viech nochmal treffen. Entschuldigung, dass ich dann spoilern werde. Aber ist ja nicht ein großer Spoiler, weil ich ja nicht genau erkläre, wo das ist. Hahaha. Ja, ich durchziehe. Es geht nicht um dich. Sieh nur all die Zerstörung rings um dich. Bedenke ihre Ursache. Dann schließ dich mir an. Schließ dich mir an? Nein, danke. Naja, da kann man sich perfekt verstecken. Das habe ich nämlich einmal dann durch Zufall erlebt. Da kam das Viech nicht zu uns hin. So, kam doch irgendwie noch da oben drauf. Oh, ich habe irgendwie. Das nachher lassen, das ist nicht gut. Kam da irgendwie noch da oben hin. Ich weiß noch nicht wie. Vielleicht fahren wir von da aus und dann darüber. Alles klar. Okay. Okay, okay, okay. Wieso hat sie jetzt aufgehört zu fliegen? Na gut. Wenn ich unbedingt fliegen will, zwingt sich jetzt zu nichts, ne? Alles Schützlein. Das Gewitter gefällt mir nicht. Na, wieso? Mädel? Ich weiß jetzt nicht, warum sie nicht weitergelaufen ist. Sag ja, Steuerung. Das wollte ich nicht. Nein, ich wollte. Nie wieder. Verbrannte oder durch heißen Dampf verbrühte Haut sieht faltig aus wie ein Fliegenpilz im Winter. Was du ja gerade sagen? Da hinten wird mir direkt wieder angezeigt. Hey, hier ist Gegner. Ist das schön. Also manchmal backt die sich echt irgendwo fest. Schüsse und die Dinger sind in Ordnung. Und die kommt sogar durch eure Abwehr durch. Das ist gemein. Brauchst du gar nicht so anzustellen? Ich finde das sowieso. Wieder Patient und wir haben wieder 458. Dieser Schlüssel durchhält sich durch den Dach. Kriegst du hin? Wir leben noch. Wir sind, glaube ich, in dem Fall einmal gestorben bis jetzt. Okay, dann gehen wir mal eben wieder hier lang zum Leben an. Du spielst gesagt. Das wäre jetzt nicht so schwer. Hui! Einmal rüber da.
So. Ich nenne es den Nebelberg. Kennst du die Redensart, dass Rauchen rechtes Wachstum hemmt? Erwachsene ermahnen ernsthaft ihre Kinder damit. Meist mit einer Meerschaumpfeife im Mundwinkel. Du musst nicht inhalieren. Lass dich vom Rauch einhüllen. Gutes Zeug. Ob es das kommt, was ich glaube, was jetzt kommt? Ach ja, die Sommerhai-Wespen. Die gibt's ja auch noch. Mysteriöse Osten, nicht Orden. Und neue Klamotten. Nice. Wir haben noch ein bisschen Zeit, deswegen werden wir jetzt noch ein bisschen weiter zocken. Mal gucken, gibt's hier wieder irgendwas zu holen? Irgendwas, irgendwo? Das erinnert mich sehr an Okami. Akami? Okami? Ich bin mir jetzt gar nicht mehr so sicher. Ein ziemlich, ich würde sagen, älteres Spiel. Ich hätte natürlich jetzt auch da lang springen können. Mir die Steinchen holen können. Hätte ich natürlich machen können. So, dann gehen wir mal hier rüber. Holen uns von hier die Steinchen. Perfekt. Wir können auch da hinten noch irgendwas machen. Sekunde. Select. Der Autor verwischte den Unterschied zwischen Poesie und Pessimismus. Merken wir. Und ihr seid auch hier. Ja, das ist doch schön. Ihr passt doch hier nicht rein. Das muss ich sagen. Kann ich sonst noch mit dir reden? Nö, auch wieder nicht. Ach, das Ding bewegt sich auch hin und vor. Okay. Wow. Fischi, nicht beißen. Ganz böse. Böse Fischi. Nee. Warte mal kurz, was? Ach, das ist ein Drache, das ist ja okay. Ich wollte mir das Zähnchen noch holen. Ja, ja. Feines Fischi. Braves Fischi. Ich hau mir mal das hier. Ja, die Dinge hasse ich auch. Aber die sind wesentlich nicht so schwer. Wie so unsichtbaren Dinger. Aber nicht so schwer, ich weiß es nicht. Wir haben wieder ein Fläschchen aufgesammelt, das ist sehr schön. Also, 2 Sekunden. Wie schnell gehst du bitte runter? Du Vertrauen haben in die Scham musst. Danke. Wie gesagt, bei denen braucht man nicht ganz so nachstehen, aber bei den anderen. Keine Ahnung, was da los war. Hör ich hier schon ein Schweinsnäschen? Kann ich das schon von hier aus sehen? Wenn ich da runterspringe, komme ich dann auch wieder hoch? Oder muss ich da runterspringen? Naja, da unten gibt es ja nichts. Ich höre dich, aber ich sehe dich noch nicht. Noch nicht. Wahrscheinlich. Oder bist du wieder irgendwo unsichtbar? Jetzt ist er wieder leiser geworden.
vielleicht von hier? Naja. Wir beenden heute mal den Part wieder mal. Keine Sorge, Part wird gleich direkt im Anschluss nochmal weit aufgenommen. Und dann gehen wir weiter auf die Suche nach dem verlorenen Schnüffelstück. Wir sehen uns aber beim nächsten Mal. Bis dahin, eure Bloody Cat.